Willkommen bei Martins Bushcraft. Heute will ich euch zeigen, wie man mit dem Magnesiumstarter Feuer macht. Beim Magnesiumfeuerstarter muss man entweder sehr schnell sein oder man braucht wie hier noch Grassamen oder Birkenrinde oder sehr feine Ästchen. Weil wenn man den hier den Magnesium hier abschabt und dann mit dem Feuerstahl, der jetzt hier drauf ist oder halt einen anderen entzündet, brennt das Magnesium sehr sehr schnell, aber vor allen Dingen sehr heiß ab und man kann dann andere Sachen entzünden. Direkt da damit ein Feuer zu entfachen im Kocher oder sowas, wird ein bisschen schwierig. Aber man kann dann sich mit den anderen Materialien, die man zur Hand hat, dabei helfen. Und das probieren wir jetzt mal. Ich habe hier von dem Magnesium ab und dann können wir gucken, dass wir es entzündet bekommen. Und das sind dann hier ist jetzt noch ein kleines Spänchen. Man kann die noch ein bisschen größer machen. Und dann brennt es auch ein Sekündchen länger. Der Block ist sehr hart. Man muss wirklich richtig hier runterschaben. Ich habe jetzt doch das Messer genommen. Da werden die Späne doch etwas größer. Nichtsdestotrotz ist es schon ein Stückchen Arbeit, das alles da abzuschaben. So, ich habe jetzt hier einen schönen Haufen. Tue ich hier schön alles zusammen. Weil wenn es nur so einzelne kleine Teilchen sind, dann brennt es relativ schnell ab und man kann nichts anderes dran entzünden. Ja, ich finde den Feuerstahl hier hinten drauf nicht so sehr prickelnd.
Ja, jetzt hat es doch relativ lang gebrannt. Aber es ist auch wieder sehr schnell aus. Aber jetzt hier, um die Birkenrinde zu entzünden, hat es gelangt. So, Versuch Nummer 2. Es hat geregnet und es ist nass. Die Spänchen auch. Mal schauen, ob sie brennen. Also so jedenfalls nicht. Der Feuerstahl macht zwar Funken. Machen wir es nochmal mit der schnellen Methode. Sie kohlen ein bisschen an vom Feuerstahl, aber brennen tut es dann nicht. Mal probieren, gerade mal frischen abzurubbeln. Ja, auch die wollen jetzt nicht so wirklich angehen. Ah, doch. Also, Geduld zahlt sich aus. Natürlich jetzt nicht. Jetzt nur die frisch gerubbelten, hier unten drunter sind noch die feuchten. Also die anderen hat es auch noch ein bisschen mit erwischt, aber nicht so wirklich richtig. Also bei Regen relativ schwierig. Sie dürfen auf keinen Fall nass sein.